Freunde, damit herzlich willkommen zurück bei eurem Tjulfer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schlechte FNAF Games. Die erste Folge ist ja richtig, richtig gut bei euch angekommen und deswegen machen wir natürlich heute nochmal was richtig Tolles. Ich habe immer wieder ein paar Spiele rausgesucht, die auf jeden Fall schon mal scheiße aussehen. Und ich denke, wir werden in dieser Folge wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß haben. Aber Freunde, schafft ihr es, auf dieses Video 2000 Daumen nach oben zu geben? Weil ich habe gehört, wenn ihr 2000 Daumen nach oben schafft, kommt direkt morgen der nächste Part. Moment, ich lasse mir das nochmal bestätigen. Ulrich, bist du's? Hier, wir hatten doch gesagt, 2000 Daumen nach oben, dann kommt direkt morgen der nächste Part, ne? Ja, richtig gut. Ulrich, mach's gut. Also Ulrich sagt das auch. 2000 Daumen nach oben, dann kommt direkt morgen der nächste Part Schlechte FNAF Games. Deswegen, strengt euch an. Und wir starten jetzt rein mit dem ersten Spiel. Ihr seht es da schon im Hintergrund. Und oben über mir steht der Name Five Nights in the Bathroom. Also fünf Nächte im Badezimmer. Vermutlich auf der Toilette. Das passiert meistens dann, wenn das Fleisch beim Dönermann nicht mehr so gut war. Dann verbringe ich auch manchmal fünf Nächte im Badezimmer. Meistens muss man danach auch das Bad komplett renovieren. Ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel und lassen uns einfach mal davon überraschen, was hier passiert. Ich glaube, die 1 soll für erste Nacht stehen. Wir starten einfach mal rein. Das ist schon sehr vielversprechend, Freunde. Okay, wir sind... Lol. Wir sind tatsächlich in einem Badezimmer, glaube ich. Wir sitzen auch, glaube ich... Warte mal, sitzen wir wirklich auf dem Klo? Was ist das denn? Ey, das sind Toiletten, oder? Warte mal, wir sind auf Cam 1. Das ist Cam 2. Das ist Cam 3. Okay, und das ist scheinbar eine männliche und eine weibliche Toilette. Okay. Kann ich hier denn auch irgendwie... Ich kann auf jeden Fall keine Türen zumachen, Freunde, scheinbar. Warte mal, kann ich hier irgendwas... Kann ich irgendwas drücken? Nee. Die Tür... Warte mal. Ich habe irgendwas gedrückt gerade. Hier hat irgendwas gepiept. Keine Ahnung. Die Toilette hat sich nicht bewegt. Warte mal, wir haben hier so... Regent Power. Und hier ist so ein Blitz. Was macht dieser Blitz? Okay. Wir geben also den Toiletten einfach Stromschläge. Und dann, müssen die zurück. Und wenn wir Power regenerieren drücken, guck mal, da oben ist unsere Poweranzeige. Wir haben 100%. Moment, das geht jetzt gleich runter auf 99, denke ich mal. Oder wenn ich so einen Stromschock gebe, geht es vielleicht nur runter. Das kann auch sein. Jedenfalls mit diesem Blitz. Warte. Da ist der Blitz. Wenn ich den drücke, kriegen die Viecher scheinbar so einen Stromschock. Und dann müssen die, guck, pass auf. Ich gehe jetzt hier rüber. Bam. Bam. Ist das Vieh voll weg. Und dann haben wir nur noch 85 Energie. Dann muss ich hier drücken, um auf 100 zu kommen. Ja, wow, ist mega spannend auf jeden Fall. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als nachts von Toiletten angegriffen zu werden. Wow, es ist unglaublich. Weil natürlich in der ersten Nacht ist das ja hier immer alles noch relativ harmlos. Die Toiletten kommen links und rechts durch den Gang. Wir drücken denen dann einfach heftige Stromschocks rein. Und dann müssen die wieder zurück. Wo stehen die? Alter, ist das eine Bühne? Wer platziert denn Toiletten auf einer Bühne? Bruder, dann muss man ja immer vor Publikum scheißen. Das ist doch scheiße. Wortwörtlich scheiße. Kacke. Übrigens, Freunde. Game of Thrones Tasse ist am Start. Immer gut. Schleichwerbung, Kappa. Okay, die Toilette ist schon wieder dabei, uns anzugreifen, Freunde. Stromschlag, nein! So. Die Viecher schreien auch ganz schön. Ich denke mal, es ist auch relativ einfach, die erste Nacht zu überleben. Ich meine, wir sind gleich schon bei 3 Uhr. Bis jetzt sind keine Probleme aufgetreten. Ich will euch übrigens darauf hinweisen, dass hier unten steht Epic Camera, ja, es ist eine richtig krasse Kamera. Es ist einfach nicht irgendeine Kamera, es ist eine Epic Camera. Bruder, ich kann meine Kamera... Ah doch, jetzt geht's. Ich konnte gerade meine Kamera nicht öffnen. Ja, moin. Okay, so, wir haben das Vieh wieder weggemacht. Wir regenerieren wieder Power. So, ich frage mich, wann das andere Vieh mal angreift. Vielleicht ist das ja ein bisschen aggressiver oder so. Vielleicht rennt das ja direkt durch die Gasse. Aber wahrscheinlich wird das sowieso erst in der späteren Nacht aktiv. Und ich frage mich auch, was das hier unten ist. Ich meine, das ist doch noch ein Teil auf der Karte. Ist der einfach nur so da, oder was? Ich bin ja sehr gespannt darauf, was in der zweiten oder dritten Nacht noch passiert, wenn das andere Vieh auch noch angreift. Vielleicht wird es dann noch ein bisschen heftiger und interessanter. Hoffentlich. Okay, Leute, 5 Uhr ist es jetzt, sogar schon 10 nach 5. Die Uhr läuft jetzt langsam ab. Gleich können wir dann in die zweite Nacht gehen. Ich hoffe, in der zweiten Nacht wird das andere Vieh auch aktiv. Vielleicht ist es dann ein bisschen heftiger. Oh ja. Toiletten. Wow. Vielleicht kommt in der nächsten Nacht ja auch noch ein Waschbecken dazu. Man weiß es nicht. So, Freunde, die erste Nacht ganz easy geschafft. Locker. Oh, es geht direkt in die zweite rein, einfach so. Und damit herzlich willkommen in Nacht Nummer 2, Freunde. Ich bin ja sehr gespannt, ob jetzt das andere Vieh auch noch irgendwas macht und vielleicht versucht, uns anzugreifen. Dann wäre es auf jeden Fall ein bisschen interessanter. Oder dass die Viecher einfach mal ein bisschen aggressiver sind und nicht nur
alle 10 Minuten mal in die Gasse gucken. Okay, der eine Kollege ist jetzt direkt am Start. Wir hauen ihm direkt einen Stromschlag rein. Aber bis jetzt verhält sich die andere Toilette auf jeden Fall noch ruhig. Deswegen ist noch alles ganz entspannt. Also die linke Toilette ist es auf jeden Fall weitaus aggressiver, greift viel, viel öfter an. Aber die andere Toilette macht immer noch nichts. Die hat immer noch keinen Bock, überhaupt zu uns zu kommen. Weiß nicht warum. Ich war bis jetzt eigentlich sehr, sehr nett. Ich habe nur ein paar Stromschläge verteilt. So schlimm kann das jetzt auch nicht sein. Okay, die andere Toilette ist jetzt schon wieder unterwegs. Das ist jetzt, glaube ich, schon das 4. oder 5. Mal, dass das Vieh angegriffen hat. Bei 2 Uhr. Aber die andere Toilette macht scheinbar immer noch nichts. Aber an dieser Stelle muss ich jetzt auch sagen, Freunde, ich will auch gar nicht warten, bis die andere Toilette was macht. Ihr habt genug vom Spiel gesehen. Es ist sehr, sagen wir einfach, es ist sehr speziell. Für Leute, die Toiletten mögen, ist es vielleicht sogar interessant. Oder für Leute, die Angst vor Toiletten haben. Gibt es so Leute? Ja, bestimmt. Aber ihr wisst ja, was Sache ist, Freunde. Wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, schaut euch das ganze Video an und kommentiert später, welches Spiel ihr nochmal sehen möchtet. Dazu mache ich dann nochmal ein extra Video. Aber Freunde, wir spielen jetzt erstmal das nächste Spiel. Und zwar heißt das, glaube ich, One Night at Freddy's Burned. Ist, glaube ich, irgendwie so ein Remake von Five Nights at Freddy's 1, nur dass die ganze Bude brennt. Weiß nicht, da waren wieder die Brandstifter unterwegs oder so. Keine Ahnung. Hat wieder irgendwer mit Feuer gespielt. Diese verdammten Kinder. Ah ja, hier steht sogar One Night at Freddy's Burned. Die Demo. Hier können wir jetzt das Spiel starten oder hier gibt es auch noch so ein Extra-Menü. Ich würde sagen, wir starten einfach mal, weil mir gefällt das gar nicht, wie Freddy und Foxy mich angucken. Wir starten mal. Start! Start! Es startet nicht. Oh mein Gott. Hey Freunde, ich habe das Spiel jetzt nochmal gestartet. Kann ich... Ja, ah, jetzt habe ich das Spiel gestartet. Alter. Wer ist er denn? War das der Night Guard? Das ist der Alter, wie sieht denn das aus? Irgendwer hat geschrien. Oh, holy shit. Okay, ich muss, glaube ich... Oh, ich muss klicken, um mich zu bewegen? Was ist das denn für ein Shit, Alter? Okay, da sind irgendwelche Kameras. Und so ruft jetzt gleich auch scheinbar jemand an. Warte mal. Ich bewege mich mal hier hin. Kann ich... Ah, okay, ich kann hier drücken. Kann ich da... Oh, kann ich dann auch hier rausgehen? Nö. Hä? Okay, warte, ich gehe hier mal rüber. Press E. Okay, ich habe... Oh, jetzt fängt es hier an zu brennen. Oh, crap. Oh. Oh, das ist... Ah. Nein, nein. Nein, nein, nein. 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 Oh. Kann ich... Hallo? Ich kann mich nicht bewegen, Freunde. Warte mal. Ich kann mich hier in die Ecke bewegen. Okay. Aber ich kann hier nicht raus... Was? Was passiert denn hier? Hier steht überall Klick. Aber wenn ich klicke, passiert nichts. Oh, Mann. Nein. Oh Mann. Oh Freunde, ich glaube... warte mal. Oh, da ist doch... Alter, was ist denn... was ist denn hier los? Jetzt ist da... Guck mal, da ist Freddy. Hä? Was macht Freddy denn da, Bruder? Also da fängt scheinbar das Büro an zu brennen und dann sieht man einfach gar nichts mehr, weil man mitten im Feuer steht. Und dann kommt einfach eine Animatronic rein und greift uns an. Gut, vielleicht hätte ich die Türen zulassen sollen. Wir versuchen es nochmal. So, wir sind jetzt wieder hier im Büro drinne, Freunde. Hier habe ich jetzt wieder Click to Move. Dann kann ich wieder hier rüber gehen und diese Dinger öffnen oder eben auch nicht. Jetzt stehen wir hier. Wir lassen jetzt einfach mal den Typen anrufen. Mal gucken, was er zu erzählen hat. Ich meine, er erzählt ja nichts. Es fängt nur an zu brennen, aber mein Gott. Die beiden Kameras da sind übrigens, glaube ich, direkt draußen von den Gängen, so wie das aussieht. Okay, guck mal, jetzt steht hier... Ah, mit Klicken kann ich das Feuer ausmachen. Okay. Ah. Also sind wir Feuerwehrmann scheinbar. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir beobachten einfach mal alles. Oben rechts haben wir auch eine Uhrzeit. Habe ich eben gar nicht gesehen. Oh, da ist Bonnie. Okay, Bonnie greift uns an. Hä? Habt ihr das auf der Kamera gesehen? Bonnie ist einfach in die Tür reingelaufen und hat sich in Luft aufgelöst. Soll das so sein? Ich weiß nicht. Wir haben auch keine Poweranzeige. Also wir haben scheinbar unendlich viel Energie, so wie das aussieht. Ich weiß es nicht. Ich höre auch als irgendwie Schritte von Animatronics, aber, oh ja, da ist jetzt, oh guck mal, da ist Freddy. Alter, Freddy sieht mega creepy aus. Ja, das Movement von Freddy sieht sogar, oh, brennt es da? Nee, ach, das ist Freddy. Das Movement von Freddy sieht richtig cool aus, oder? Finde ich richtig nice. Okay, Freddy löst sich auch in Luft auf. Das sind Zaubertüren. Die berühren die Tür, instant in Luft aufgelöst. Das ist vorbei. Da verstehen die hier in der Pizzeria gar keinen Spaß. Du fasst die Tür an,
Weg mit dir. Ich denke mal, wir werden einfach mal eine Nacht hier durchspielen und mal gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes passiert. Ich glaube nicht. So, da drüben kommt jetzt wieder Freddy. Und das Ding ist ja auch einfach, Freunde, wir müssen ja gar nichts machen. Ich kann ja einfach hier drinnen bleiben. Wir haben ja keine Poweranzeige. Ich lasse die Türen einfach zu. Und da ist jetzt Bonnie nochmal. Die lösen sich einfach auf, das ist so behindert. Die greifen mich an. Ich muss nur zwischendurch das Feuer löschen. Aber die Türen kann ich einfach zulassen. Da passiert überhaupt nichts. Die können mir ja nichts. Die Türen gehen ja nicht auf. Das sind ja Zaubertüren. Ganz komisch, ganz komisch. Also hat mir das Spiel mit den Toiletten aber besser gefallen. Die Toiletten waren zumindest halbwegs gefährlich, weil da hatten wir gar keine Türen. Wenn die uns überraschen wollten, direkt kaputt. Weil nicht vergessen, Freunde, beim Scheißen seid ihr am verwundbarsten. Da könnt ihr nichts machen. Da kommt jetzt Freddy wieder rein. Der leuchtet auch übel auf der Kamera, keine Ahnung. Ich dachte eben erst, da brennt es, aber es ist einfach nur Freddy, der leuchtet wie sonst was. So, das Feuer zu löschen ist auch easy. Das Feuer fängt an, du klickst einmal, dann ist rum. Das heißt, wir stehen einfach hier in der Mitte vom Raum, gucken den Animatronics zu, wie sie sich immer wieder an den Türen auflösen oder woanders hin teleportiert werden. Guck, da kommt Bonnie, Tür berührt, Game Over, und wir klicken zwischendurch auf das Feuer. Wow, so spannend. Das beste Five Nights at Freddy's Spiel ever. Hoffentlich kriege ich heute Nacht keine Albträume davon. Wow. Ich meine, wir sind jetzt auch schon bei 5 Uhr. Die Uhr müsste auch gleich eigentlich umspringen. Da kommt nochmal Bonnie. Guten Tag. Die Uhr müsste dann gleich umspringen auf 6 Uhr. Und dann haben wir das Spiel ja auch eigentlich geschafft. Ich weiß nicht, gibt es mehrere Nächte? Das wäre ja noch komischer. Ich frage mich auch, womit wir das Feuer löschen. Ich meine, schlagen wir einfach so mit der Hand drauf und dann ist rum? Oder, keine Ahnung, sind wir... keine Ahnung. Vielleicht sind wir der Avatar. Vielleicht können wir Feuer bändigen oder so. Man weiß es nicht. So, wir haben jetzt 6 Uhr. Die erste Nacht überlebt. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt mehrere Nächte? Ich hoffe, es gibt nicht noch mehr Nächte. Warte mal. Wow, ich habe jetzt hier bestimmt 10 Minuten gesessen und nichts gemacht, weil es einfach so langweilig ist. Es gibt nur eine Nacht. Okay, ich würde einfach sagen, an dieser Stelle lassen wir es stehen. Das war auf jeden Fall das spannendste FNAF-Fangame ever, aller Zeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob man überhaupt eins von diesen Spielen nochmal spielen sollte. Die waren beide so, obwohl das mit den Toiletten ja wenigstens noch halbwegs lustig war. Ich würde an dieser Stelle sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder oder im nächsten Part von Schlechte FNAF Games. Vergesst nicht, Leute, 2000 Daumen nach oben heute noch, dann kommt morgen direkt der nächste Part, weil euch scheint das Projekt ja Spaß zu machen. Kommentiert natürlich wie immer unten rein, welche Spiele nochmal sehen wollt. Ich denke mal, ich weiß schon, wie das heutige Voting ausfallen wird. Wir sehen uns in irgendeinem anderen Video auf diesem Kanal wieder, Freunde. Euer Tuber verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.